Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei meinem Let's Show von Torchlight 2. Und ja, wir sind in der ersten Stadt angekommen, in der Enklave der Esterianer. Und nun geht es weiter zur Tempelstätte. Stufe 3 bis 4 und Quests. Wir werden hier angezeigt. Also gucken wir mal, was uns hier erwartet. Erst einmal wieder zwei Bezwinger, die den Eingang bewachen. Und ein Totenschädel-Emblem auf dem Boden. Na gut. Und Skelette mit Schilden. Man hat gerade schon gesehen, ich muss denen das Schild zerschmettern. Sonst können sie blocken. Mit der fetten Zweihandwaffe, die ich gerade noch führe, geht das relativ gut. Übel, genau. Also so eine Art Zombies. Gibt ja nette Viecher hier. Und sogar Skelette, die hier rumliegen und aufstehen. Eine leichte Hose. Und mein Begleiter hängt irgendwo fest. So, jetzt nicht mehr. So, da ist auch noch ein Adelsschild. Und weiter draufhauen. Und da hinten lebt noch was. So. Das ist jetzt alles tot. Ihr seid noch nicht tot. Ey, unfairer Kämpferbogenschütze. Weg mit dir. Ja, ja, mein Leben ist niedrig. Und ich habe gerade ein Lichtmarb aktiviert, das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Jetzt kommt dann nämlich ein Licht raus, der Tote beschwört. Aber er hat einen Haufen Heiltränke gedroht. Okay, und jetzt habe ich zum ersten Mal einen magischen Gegenstand. Man sieht übrigens meine Leiste ist jetzt ganz toll, aber ich habe einfach nichts, was ich mit dem Zeug anfangen kann. Eine grobe Kanone. Ziehen wir uns mal kurz etwas zurück. Was haben wir denn da? Ein niederträchtiges Großschwert. Okay, das ist jetzt das erste Mal ein Gegenstand, den wir identifizieren müssen. Blockchance, Mana. Identifizieren wir den mal. Stufe 9, Stärke 32. Ja, die Hose ist besser. Und das hier kann alles zu unserem Wolf rüber. Und mittlerweile könnten wir unseren Begleiter auch wieder in die Stadt schicken. Aber gut, wollen wir erstmal weiter gucken, was wir sonst noch so finden. Vielleicht finden wir ja mal eine gescheite Einhandwaffe. Das wäre auch wirklich mal mit unseren anderen Fähigkeiten. Oh, das Skelett wollte nicht so wirklich sterben. Hm? Skelettträger, weg mit dir. Ringelschultern. Hm? So. So, die sehen ja jedenfalls etwas besser aus als die leichte Kapuze. Auch wenn sie dasselbe bringen. Und im Gegensatz zur leichten Kapuze weiß sind. So, weg mit dir da. Und weg mit dir. Und du kommst auch noch weg. So. Ah, da kommen sie schon aus dem Boden getroffen. Ein Holzschild. So. Dann gucken wir mal, was sie hier haben. Erst einmal wieder Gegner mit Schilden und Bögen. Skelette. Naja, die Armeen der Untoten. Besonders viel halten sie ja nicht gerade aus. Alles gut. So, hier müssen wir erstmal hier hoch. Oh, ein Mannerstein. Ja, Steine gibt es hier ebenfalls. So wie man es auch aus Diablo kennt.
So. Also es ist wirklich ein richtiges, aufwendiges Hack and Slay. Skelettkrieger, Ringhose. Faustschild, ich hätte gerne eine Handwaffe. Irgendein Streitkolben oder ein Hammer oder sowas. Wäre doch mal nett. Da können zwar die Gegner leichter abknocken. Aber ich kann genauso treffen. So. Grabsteine, die hier unten rumstehen. So. Ja, mit meiner Zweihandwaffe habe ich wenigstens den Vorteil, dass ich einen ziemlich hohen Trefferradius habe. Und ich habe gerade eine verfluchte Tür geöffnet. So. Das Skelett noch weg. Was haben wir denn hier? Keule, nicht identifiziertes Schild. Okay. Die ist Stufe 6 oder Fokus 10. Also Stärke 10, Stärke 20, Fokus 10. Und das hier ist ein ziemlich gutes Schild eigentlich. Die restlichen Sachen können mal weg. Das kann weg. Der Gürtel kann auch weg. Und die Fellaxe ist dieselbe eigentlich, die wir haben. Aber jo. Noch eine Handkanone. Skelette. Skelettkrieger. Oh, und eine Mimik. Heiltrank Großkeule. Oh, die ist besser als unsere Waffe im Augenblick. Sehr niedriges Angriffstempo. Macht aber guten Schaden. So. Und hier haben wir eine Questgeberin. Die wir jetzt aber erst einmal gepflegt ignorieren. Was haben wir jetzt da gerade aufgesammelt? Habe ich mich verlesen oder stand da Schlagstock? Doch, da stand Schlagstock. Ein einhändiger Streitkolben. Trifft sich gut. Dann können wir ja mal ein Schild ausrüsten. Und nun haben wir endlich die Schildstoßfähigkeit. Ich brauche eure Hilfe. Ihr müsst der Mensch sein, von dem die Hysteria so viel erzählt. Ich bin froh, dass ich euch treffe. Großregent Eldrian hat mich hergeschickt, um die Schriftrolle des Anom Irek aus einer Schatzkammer der verlorenen Gruft zu beschaffen. Leider sind Sturmbären in der Gruft und ich komme nicht an ihnen vorbei. Würdet ihr versuchen, die Schriftrolle zu holen? Ich warte hier auf den Pfad der verehrten Toten auf euch. Jo, machen wir, weil hier kriegen wir auch wieder interessante Sachen als Questbelohnung und sogar Ruhm. Oh, und ich merke gerade, wir hatten ja noch ein Level haben können. Sachen verteilen. Okay, machen wir das gleich mal als erstes. Nämlich Stärke und Aegis. Und dann geht's schon los hier in der Kammer des Todes. Bis jetzt noch keine Toten, die aufstehen wollen. Jetzt wollen sie aber aufstehen. Hier sind drei Zombies. Oh, sogar wieder ein Stufenaufstieg, hä? Das Skelett weg. Kurz zurückfallen lassen.
Machen wir jetzt mal 5 Punkte in Geschick. Und einen Punkt in Schwert und Schild. So. Damit können wir uns dann durch die Skelette durchprügeln. Oh, sogar ein Skelett schlechter sind sie mal. Sagt eine Frage. Leichte Armschienen, Stoffweste. In der Urne war irgendwas drin und dann kommt sie da ins Skelett, General. Und ja, genau, jetzt zum ersten Mal klettern die von da oben runter und springen uns an. Waffenständer. Nur ein Speer. So, ihr könnt alle mal aufstehen. Durchklettern. So, auch noch. Ach so, ihr steht erst auf, wenn ich die Spur öffne. Ja, mit dem Schildschlag habe ich eine größere Chance, die gegnerischen Schilde zu zerstören. Ringmütze und Schlagring. Schlagring ist eine Berserkerwaffe, die Ringmütze bringt mehr Gesundheit. Der Rest kann dann erst einmal weg. Oh, ach ja, wir haben wieder ein Level ab. Jetzt können wir den noch besseren Schild benutzen. Mhm, Blockchance. Dann gönnen die beiden Schilder auch mal weg. Und wir können mal unseren Begleiter wegschicken. Und man sieht schon hier oben bei seiner Healthbar steht, dass er in 40 Sekunden wieder da ist. Oh, Flops. Lustige kleine Viecher. Und ihr seid genauso lustig. Das wollt ihr. So. Einfach mal durchbashen. Spinne in der Urne. Weg mit euch. Gold. So. Hinter dieser Tür. Und ja, da kommt schon die Meldung. Unser Begleiter ist zurückgekehrt. Und hat uns fast 600 Gold mitgebracht. Und ist er da drüben. Da sollte er eigentlich nicht sein. Gibt's hier was? Ja, auf jeden Fall Gegner, die aufs Maul wollen. Und ja, das meinte ich. Solche Löcher, auf denen es den Lecken kriechen. Und zwar nicht nur 2, 3, sondern gleich ein paar. Naja, man merkt, dass wir immer noch ziemlich nah am Anfang von dem Spiel sind. Hier gibt es noch nicht so viel zu fürchten. Du stehst nicht auf. Ihr seid schon alle aufgestanden, jetzt seid ihr tot. Noch zwei Skelette. So, und hier, was haben wir hier? Noch ein bisschen Gold. Mehr Gold. Und noch mal 3 Zombies, die ich mit einem Schildschlag getötet habe. Ja, man merkt schon, Schildschlag ist was Mächtiges. Ihr seht nicht so aus, als ob ihr so schnell aufstehen wollt. Hä? Und auf der Seite sind auch noch ein paar. Oh, und sogar wieder ein. So, der gibt mir wieder Ruhe. Aua, aua. Mal kurz zurückziehen. Lebenspunkte regenerieren. Und so. Malertrank, Stofffeste, Zeug halt. Und hier geht's leider nicht runter. Hier war einfach nur ein Boss.
Okay, ich würde sagen, den Rest des Dungeons erkunden wir dann noch in der nächsten Folge weiter. Bis dann.